So, willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir Saturos besiegt, aber leider konnte er zusammen mit Menadi und Alex und den anderen entkommen. Ja, und jetzt ist es an uns, sie wieder zu verfolgen, um die Elementarsterne zurückzubekommen. Ja, und Mia will uns natürlich bei der Sache helfen. Gehört jetzt zu unserem Team. So, jetzt müssen wir aber erst einmal, da ja das Wasser am Merkulersturm wieder fließt, also der Brunnen wieder aktiv ist, können wir, da wir eine Flasche haben, das Wasser abfüllen. Und was wir, für was wir das Wasser gebrauchen können, das werde ich euch dann zeigen. So, wir können, ja, wir gehen erstmal, würde ich sagen, in E-Mail ins Inn. Übernachten da mal. Die sind ja alle wieder gesund. Durch das heilende Licht des Merkur-Leuchtturms ist die Grippewelle beendet. Und ja, wir können ja mal kurz in den Laden gehen und vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung schauen. Denn, ja, auch die Verkäufer sind wieder fit. So, das Gaunerschwert können wir nicht gebrauchen. Hexenstab vielleicht? Nein, 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 nein. Ah, ich wollte ihn noch gar nicht kaufen. Verdammt. Egal, wir bekommen dafür ein Spieleticket. Und, ja. Wir können aber den gesegneten Ankh gut gebrauchen. Und zwar für... Oh, also... Also Mia kriegt ja schon ganz schön Bonus, also das muss ich schon mal sagen. Deswegen geben wir das auch Mia. So. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder den überflüssigen Hexenstab verkaufen. Ah ja, er hat den Schamanenstab noch. Gut. Ansonsten... Ja, den... Der Hexenstab kann weg. Gut. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal bei der beim Rüstungsverkäufer, ob wir hier noch irgendwas gebrauchen können. Ich möchte mich immer am besten ausrüsten. Das ist in Golden Sun wichtig. Aber ihr seht, es ist sehr teuer. Hat der Kleider kosten 850. Ja. Ein Bronzeschild ist auch teuer, aber davon haben wir ja schon zwei. Wir können ja auf jeden Fall die Adeptenkleider kaufen. Einmal für Gareth. So, dann kriegen wir noch die Lederrüstung los. Genau, Spieleticket. So. Ja, Ivan braucht auf jeden Fall neue Ausrüstung, denn ihr habt ja sicherlich gemerkt, im Kampf gegen Saturos war er ziemlich aufgeschmissen, hat sehr viel abbekommen. Ja. Okay, mehr können wir uns aber auch erstmal nicht leisten. Vielleicht ist ja hier noch in den Kisten irgendwas drin. Hopsala. Nee, leider nicht. So. Gut. Hopsala. Ah, ich wollte auch noch den Shin verbünden, genau. So, und damit können wir E-Mail verlassen. Und machen uns wieder Richtung Süden auf. Und zwar gehen wir jetzt Richtung Kolyma. So, aber jetzt kämpfen wir erstmal. Ja, Flammenwand, Plasma und Huntra, ja. Können wir machen. So. Die Bären dürften eigentlich nicht mehr so das Problem sein. Genau. Können wir noch ein paar Erfahrungspunkte holen. So, ja, in Kolyma geht es jetzt in der Story weiter. Was vielleicht wichtig zu sagen ist, für welche die Golden Sun noch nicht so gut kennen. Ich konnte mir, bevor ich den Merkur-Leuchtturm mache, aussuchen, ob ich nach Kolyma gehe oder ob ich zum Merkur-Leuchtturm gehe. Also, das, was ich jetzt gemacht habe, hätte ich auch später machen können, als der Kampf gegen Saturos. Und das finde ich halt auch ziemlich cool. Man kann sich aussuchen,
was man zuerst macht, entweder den Merkulosturm oder die ganze Story in Kolyma. Ich hab's... Eigentlich ist es vom Sinn der Story her logischer, erst Kolyma zu machen. Aber ich habe zuerst den Merkulosturm gemacht, weil man da eine größere Herausforderung hat. Gegen Satoros kämpft man dann sozusagen ein bisschen unterlevelt und da ist es ganz ein bisschen spannender. Und ja, ihr habt ja gesehen, der Kampf gegen Satoros war echt nervenaufreibend und ja, das wollte ich damit erreichen. Also nicht, dass jemand sagt, das hat ja gar keinen Sinn, was du da machst und so. Ja, wie schon gesagt, also es war nur der Anreiz dafür, dass es ein bisschen schwieriger ist. So, und ja, wir sind jetzt auch schon hier wieder durch. So, da kommen wir auch zum Bilibin-Höhleneingang, genau. So, und jetzt schaue ich erstmal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen Bilibin, ich glaube hier drüben müssen wir irgendwo hin. Ja, genau, ich glaube irgendwo da drüben, also es ist noch ziemlich weit. Ja, dieser Fußmarsch, der dauert immer eine ganze Ecke. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Wir machen erstmal den Kampf hier und dann kann ich euch erstmal erzählen, wir werden auf jeden Fall auf neue Djinns treffen in Kolyma und ja, uns, da war ja eine Barrikade gewesen, die uns den Weg versperrt hatte. Wo wir zuerst zu diesem Typen gegangen sind, diesen Lord McCoy, der hier sein Dings Schloss hat. War das Lord McCoy? Ich glaube, der hieß so, ne? Und der wollte uns ja nicht durch die Barrikaden lassen, der wollte uns nicht den Schlüssel geben, da ja schon viele Leute, die nach Kolyma gegangen sind, nie wieder zurückgekehrt sind. Und ja, falls ihr jetzt irgendwas von Skype gesehen habt, tut mir das leid. Gut. Wir müssen hier unten lang. Aber, auf was ich hinaus wollte, wir können dennoch, obwohl wir den Schlüssel für die Barrikaden nicht haben, können wir hier weiter. Denn, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das ging. Verschieber. So, genau. Wir schieben ganz einfach die Kiste vor und dann ist der Weg frei. Lustig, oder? Konnte man nicht hier irgendwas machen? Ich glaube schon. Genau. Wir schieben ganz einfach mal diesen Baum an Land. So, und jetzt müsste gleich noch was kommen. Genau. Vielen Dank. Ihr habt mich davor gerettet, davongeschwemmt zu werden. Jo, bitte. Bitte, lieber Baum. So, hier können wir auch noch einen Geisteslaser machen. Oh, es scheint, als wäre sie in Ordnung. Ja. Und so, nochmal ein Geistesleser. Sie haben den Fluss überquert, nachdem sie uns hinuntergestoßen haben. Es ist furchtbar. Wie kann man so etwas nur tun? Ja, die Stelle hier merken wir uns. Darauf komme ich später nochmal zurück. Ja, aber jetzt geht's erstmal Richtung Kolyma. So, mit L können wir ein bisschen rauszoomen und da oben sehen wir schon einen Wald. Aber vorerst gehen wir rechts lang, denn da ist Kolyma. So. Und eine Sequenz. Es ist so still. Was ist los, Ivan? Dieser Baum war einst ein Mensch. Jeder hier in Kolyma wurde in einen Baum verwandelt. Es ist schrecklich, all diese Bäume mit den Kleidern sind in Wahrheit die Bewohner von Kolyma. Warum? Weißt du, warum dies geschehen ist? Nein. Ich verstehe, wer kennt schon die Antwort? Was ist los, Ivan? Was ist jetzt, Ivan? Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden, was ist das? Oh.
was geschieht? Mein Verstand, jemand greift mein... Ich kann nicht mehr aufstehen. Ja. Und ich glaube, ich muss ganz kurz mal... Moment. Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Moment, ich tu mal ganz kurz pausieren. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe vergessen, mich in Skype auf beschäftigt zu stellen. Ja, egal. Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Es glitzert. Ist es das, was diese Leute zu Bäumen... Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, wenn es uns berührt, werden wir zu Bäumen. Oha. Und ja, sie werden durch eine mystische Barriere geschützt. Isaac, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere, hat sie uns geschützt? Ja, höchstwahrscheinlich, sonst wären wir jetzt Bäume, oder? Diese sinnlosen Fragen immer. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, dass wir... Ich weiß, was diese Kuppeln waren. Du weißt, was diese leuchtenden Gebilde waren? Das war unsere Synergie. Bist du verrückt? Ich habe doch gar keine Synergie eingesetzt. Hey, ich kann stehen, ich kann mich wieder bewegen. Juhu. Du hast recht, ich kann auch wieder stehen. Keine Sorge, Ivan, mach nur, steh auf. Diese Barrieren. Wir dachten doch, dass man Synergie nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher. Moment. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich Synergie einsetze... Aber was? Man kann die Synergie nur einsetzen, wenn man sich darauf konzentriert. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Synergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Synergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist. Indeed. Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Ich stimme Gareth zu. Es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Isaac? Ja, das wäre irgendwie immer. Ja, lasst uns versuchen, diese Fähigkeiten zu perfektionieren. Ja, und natürlich passiert's wieder. Vorsicht, es passiert schon wieder. Ja. Und schon wieder schützen diese Barrieren sie davor, Bäume zu werden. Das ist sehr gut. Warum? Warum werden sie nicht zu Bäumen? Wer sind sie? Was mögen dies für Menschen sein, dass ihnen trotz Glanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten wird nicht genug sein. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht. Jetzt bedrohe ich sie mit meinen. Ihr Kinder mögt es vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht die Einzigen, die sterben werden, Aborantra. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Einst war Tret der sanftmütige König dieses Waldes. Doch langsam greift der Tod nach ihm und sein Herz wird entzweigerissen.
Die dunkle Seite seiner selbst hat die Menschen von Kolyma in Bäume verwandelt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr zu uns. Der sanfte Herz ist ein offenes Tor für Zerstörung aller Art. Ich brauche keine Sanftheit. Wünscht ihr, jene zu retten, die Tret in Bäume verwandelt hat, müsst ihr seine sanfte Seite wiederbeleben. Jedoch, gelingt es euch nicht, Tret vor dem Verfall zu bewahren, werden wir alle... Sucht nach Tret in der Tiefe des Waldes. Es hat keinen Sinn, Aburandra. Man kann den Menschen nicht trauen. Ich werde sterben und der Rest des Waldes mit mir. Ja, wenn schon, dann gleich Multikill, ne? Isa, gibt es denn nichts, was wir tun können? Nein. Wir gehen einfach wieder. Du hast recht, Isaac. Momentan gibt es nicht viel, was wir tun können. Also werden die Leute von Kolyma Bäume bleiben, bis sie verwelken und sterben? Ja. Ich bin enttäuscht von dir, Isaac. Wie kannst du nur so schnell die Flinte ins Korn werfen? Stimmt. Wir können sie nicht einfach verrotten lassen. Aber... Wie können wir denn den gütigen Tret wieder zum Vorschein bringen und das Dorf retten? Ich bin jetzt wirklich absolut ratlos. Ivan, du kannst jetzt nicht aufgeben. Bitte, du musst ihn davon überzeugen, dass auch er mithelfen muss. Du musst mir etwas versprechen. Versprich mir, dass du alles in deiner Macht Stehende unternehmen wirst, um Kolyma zu retten. Na gut. Ja. Wir schauen uns aber erstmal ein bisschen um. Wir können ja, glaube ich, ein paar geheime Sachen finden. War das nicht hier? Moment. Hier war nichts. Ich guck mal die Kisten durch, weil irgendwo war hier ein geheimes Item gewesen. Das auch ziemlich wichtig ist. Okay, hier nicht. Dann hier vielleicht. Nee. Komme ich von oben ran irgendwie? Ja, komme ich. Okay. Wo war denn das gewesen? Irgendwo in einem Krug. Ah, hier haben wir einmal ein Heilkraut. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Und, wie ihr seht, einen Venus-Chin. Ja, den werden wir uns dann auch noch holen. Aber vorerst möchte ich hier... Ah, ich glaube, hier oben war das. Ich glaube, hier, hä? Oder hier irgendwo in einem Krug. Moment. Wir gehen der Sache auf den Grund. Da ist es. Ein Apfel. Ja, ein Apfel ist extrem cool. Denn... Wieso habe ich nicht noch mehr davon? Ja, ein Apfel erhöht den Angriff. Und das dauerhaft. Und zwar... Erhöhe ich mal den Angriff von Ivan. Der kann das gut gebrauchen. Ja... So, dann schaue ich noch mal ein bisschen in den Häusern rum. Ob man hier vielleicht noch was mitnehmen kann. So, wir schauen mal, was hier in dem Bücherregal steht. Nichts. Steht da echt nichts. Ha. Okay, da komme ich nicht lang. Hier vielleicht? Die Kunst des Holzfällens. Man muss Körper und Geist trainieren, bevor man die Axt benutzen darf. Na gut. Und wir finden 7 Münzen. Yay. Epic, oder? 7 Münzen bringen uns extrem viel. Not. Ja. Gut. Dann schauen wir erstmal hier rein. Wir untersuchen erstmal ein bisschen die Töpfe und Krüge und Kisten, alles Mögliche. Denn hier drin kann sich, ja, manchmal wirklich was Wichtiges befinden. Unter anderem so ein Apfel. Das ist schon echt wertvoll. Gut, aber es scheint hier nichts Großartiges mehr zu sein. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Hier hinten ist nämlich ein Geheimgang. So, wir untersuchen erstmal wieder die Kisten, wie gewohnt, ne? So. Und wir kommen in einen, ja, in eine Art Katakombe. Und, ja. Somit gelangen wir zum Djinn. Und, wie viele von euch sicherlich schon wissen, der Djinn greift uns nicht an, da er friedlich gesinnt ist, wie die meisten, oder eigentlich alle Djinns, in Dörfern. So,
Und damit haben wir einen weiteren Venus-Schild. Und der ist extrem gut. Das ist Granit, denn der erzeugt eine mächtige Erdbarriere. Und das vermindert den gegnerischen Schaden um sehr viel. Also, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl im Kopf. Aber wir kriegen deutlich weniger Schaden. Und das ist extrem cool. So, das war's aber auch schon wieder für heute mit Let's Play Golden Sun. Ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal in den Wald von Kolima und versuchen, Tret zu finden. Also, bis demnächst. Ciao.